Aber wir haben Omega besiegt. Es ist kein Omega Metroid, sondern es ist nur Omega. Und der Spruch, der auf den Sonnenstein lastet, wurde aufgehoben. Omega war daran schuld anscheinend. Und wir brauchen neue Erfahrungskristalle. Und ich kann damit immer noch nicht die dummen Felsen zerstören. Na toll. Egal. Ich trau den nicht. Ich hab keine Lust von dem Sandkoko, obwohl... Im Grunde wäre das... Nicht egal, weil ich ein Level down bekommen habe. Okay, noch einmal. Du, geh weg. Geh weg. So. Nein. Okay, ich gehe da hoch. Ich will nämlich eigentlich zu dem Heilding da, um mir auch die Raketen wieder auffüllen zu lassen und meine Lebensenergie. Aber wenn mich das Sandkroko die ganze Zeit trifft, ist das natürlich auch doof, wenn mich das mal eben so töten kann mit 2 bis 3 Bissen. Wenn man springen könnte, wäre das jetzt auch schön. Könnte ich einfach hier drauf und dann da runter und... Ja, perfekt. So. Jetzt habe ich bloß hiermit wieder Level 1. Na, ja, egal. Wir haben Omega besiegt. Das ist schon ein Grund zum Feiern. Und die Gegner hier sind nicht wieder da. Was... eigentlich schade ist. Sie waren einfach zu besiegen und haben mir schön Energiekristalle gegeben, beziehungsweise Erfahrungskristalle. Ich verwechsel das immer. Es gibt hier gar keine Energiekristalle, zumindest soweit ich weiß jetzt nicht oder soweit ich mich erinnere. Aber egal. Ja, vorsichtig springen, bloß nicht da reinfallen. Das wäre schon blöd. Dann wären da wieder Sandkrokodile und ich habe die ganze Zeit Angst, wenn ich hier lang gehe, ich denke, ich kann einfach hier weitergehen, sehe das Loch nicht. Und dann falle ich da rein und denke, wow, jetzt sterbe ich. Also so ein kurzer Schockmoment. Aber Gott sei Dank nicht. Und speichern. Also dieser geheime Pfad hier oben ist schon praktisch. Echt. Da muss ich da unten in die Stacheln nicht reinspringen. Boah. Also irgendwie ist das langweilig ohne Gegner. Hier einfach durchrennen und versuchen nicht in die Sandgruben zu fallen. Aber egal. Wir sind am Ende. Also wir sind noch nicht am Ende, aber wir haben es geschafft hier zurückzukommen. Und da sind die Sonnensteine. Sind immer noch an ihrem Platz. Was ist los? Zwischensequenz. Und die Steine kriegen Augen. Oder beziehungsweise ihre Augen leuchten auf. Sie gehen auf. Ja, sie gehen auf. Auf, auf, auf. Ja, hier ist noch so ein Pfotenabdruck. Das bedeutet ein Geheimgang. Aber soweit ich mich erinnere, bringt uns das jetzt noch nichts, hier in diesen Geheimgang zu gehen. Denn, na gut, es bringt uns doch schon was. Hier ist ein Energiecontainer. Oder eine Lebenskapsel. Ist mir egal, wie es heißt. Naja. Und schon wieder 5 Leben mehr. Toll. Und hier drin ist nämlich ein Hund. Aber wir können nur einen Hund auf einmal tragen. Deswegen bringt uns das noch nicht so viel. Wir kommen später wieder her. Kann ich da oben hin? Ich gucke mal auf die Karte. Ich habe die Karte nämlich hier noch überhaupt nicht angesehen. Und man sieht, die Sandzone ist schon ein kleines bisschen größer als die Zonen davor. Aber es ist jetzt noch nicht so groß. Und na toll, den Geheimgang, in dem wir sind, den kann man gar nicht komplett sehen. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich hier oben noch dahin kann. Aber das sieht nicht so aus. Das sieht also nur von der Grafik so aus. Ich kann da nicht hin. Schade. Wäre cool gewesen, wenn da noch irgendwas Geheimes wäre. So 10.000 Raketenerweiterungen und jede Menge Lebensenergiekapseln und dann wäre es total einfach, den Bossgegner zu besiegen. Ah, du nervst. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Oder stirb. Das ist natürlich auch gut. Nein, nicht Raketen. Egal. Was soll's. Runter. Und noch weiter runter. Obwohl, nein, ich gehe jetzt nach links. Links ist gut. Da ist ein Schild und eine Tür. Und es ist Jenkas Haus. Und Jenka sollten wir ja auch aufsuchen. Zumindest haben uns das die Mimiga-Kinder gesagt. Und ich speichere erstmal noch kurz. Ja, ich möchte speichern. Dankeschön. Ist noch was im Kamin? Nein. Der einzige Kamin, in dem wir nichts finden. Egal. Und das ist Jenka. Oh, Mai. Mein wertvoller Hund. Und du gibst ihm den Hund. Du hast ihn zurückgebracht. Kann ich ihn nehmen? Vielen, vielen Dank. Was? Rote Blumen? Hussa, und wer wird das wohl sein? Balrog! Hi Balrog, wie geht's dir? Und der Hund, der wird wild und bald rum. Wie geht's dir, Jenka? Aha, Balrog. Dir geht es gut, wie ich sehe. Und wie geht es meiner Tochter? My half-wit of a daughter. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Also, so. Es ist nicht, glaube ich, nicht ganz nett gemeint. Egal. Hehehe. Halfwit? Naja. Du meinst also Misery? Ihr geht's auch gut. Ja, ja, ganz gut. Ein neuer Meister ist aufgetaucht. Dieses Mal wird die Erde unsere sein. Aber nicht, wenn ich es verhindern kann, Balrog. Also, ein weiteres Mal plant ihr beide. Er unterbricht sie einfach, die alte Frau. Ich bin nicht hier, um dir Ärger zu machen. Ich
komme hier nur um den Schlüssel. Ich komme nur her, um den Schlüssel zum Lagerhaus mitzunehmen. Der, wo die Blumensamen gelagert werden. Ja, das Übersetzen läuft gerade schon wieder etwas zäh, egal. Meinen! Was zur Hölle? Über was redet ihr überhaupt? Hoho! Du spielst also dumm, ha? Huh? Ja, ich sehe, wie es ist. Also hast du gewählt, uns zu hintergehen. Das wirst du bereuen. Und Balrog haut ab. Er bedroht eine alte Frau. Und sie ist anscheinend Miserys Mutter. Alles sehr interessant. Wir werden bald mehr erfahren über die Story und was es mit Misery und Balrog auf sich hat und Curly und mir und dem geheimnisvollen Doktor und Jenka und den Hunden. Na gut, nicht was es mit den Hunden auf sich hat, aber es ist egal. Ich spiel mal weiter. Ein neuer Meister. Dieser gut für nichts. Also good for nothing. Dieser tu nicht gut. Genau, tu nicht gut ist das beste Wort. Es gibt genau vier weitere Hündchen, die mir gehören. Und meine Hüften sind so schwach. Könnte diese alte Frau... Moment. Könnte diese alte Frau dir den Auftrag geben, dass du die anderen Hündchen für mich findest? Auch wenn es vielleicht ein wenig... Trouble. Naja, also ich könnte es mit Ärger übersetzen, aber Ärger ist ja das falsche Wort. Es ist mehr so eine Last, so... Egal, ich mach weiter. Na gut, ich will mehr... Auf! Ich werde mehr über die Story erfahren, deshalb hole ich mir immer die Hündchen. Und ich kann die Vasen nicht wie in Zelda aufheben und zerstören. Egal. Gut, wir wissen schon, wo eins der Hündchen ist. Deshalb gehe ich nochmal kurz nach oben und hole mir das. Und versuche nicht getroffen zu werden von diesen tollen... Oder weniger tollen... Nein, ich will nicht getroffen werden. Na toll. In seinem letzten Atemzug hat es uns doch getroffen. Ich mach's lieber mit dem... Feuerbrutzler kalt. So. Ich muss aufpassen, zu welcher Waffe ich wechsle. Nicht, dass ich hier meine ganzen Raketen verschwende. Und hier war's. Da, wo auch die Lebenskapsel war, die uns wieder 5 Leben gegeben hat, sodass wir maximal 36 haben. So langsam kriegen wir mehr Leben. Das ist toll. Und jetzt kommen auch wieder mal Lebenskapseln. So, ein Hund. Ein Hund in einer Schatzkiste. Wie das wohl überlebt? Also, ich meine, mitten in der Wüste oder in der Sandzone, es ist ja keine Wüste, es ist ja alles in der Höhle, wie man auch im Hintergrund sieht, aber ein Hund in eine Kiste zu sperren, ist schon ziemlich unverantwortlich. Also, ich frage mich, wer das gemacht hat. Der Hund wird es wohl kaum selber gemacht haben, oder? Ja, egal. Quest-Items sind oft in Kisten, deshalb... Aber lebendige Quest-Items? Naja, ich weiß ja nicht. So, hier hast du deinen Hund. Ha, mai, wie schnell. Das ist tatsächlich einer meiner lieben Hündchen. Und wir geben ihr das Hündchen. Du bist ein Soldat von der Oberfläche, nicht wahr? Ja, das haben uns jetzt schon ein paar Leute gesagt. Wir wissen aber nicht genau, was wir sind, denn wir haben unser Gedächtnis verloren. Es ist nicht lange her, dass Hunderte von Robotern, so wie du, zu dieser Insel kamen. Unzählige Mimigas sind gestorben durch ihre Hände. So wie die Menschen, die versucht haben, sie zu beschützen. In die Ecke gedrängt. Die Mimigas haben doch letztendlich die verbotenen roten Flauern gegessen und in ihrem mörderischen Hass und ihrer mörderischen Wut begannen sie, die Roboter zurückzuschlagen. Hätten die roten Blumen nicht existiert, wären die Mimigas wahrscheinlich komplett ausgestorben. Oder beziehungsweise sie wären komplett von dieser Insel verschwunden. 3 weitere sind übrig. Viel Glück. Na toll, mitten in der Geschichte aufhören, das ist unspannend. Aber was soll's. Ich speichere mal eben. 200 haben wir schon, 3 müssen wir noch holen. Sollte nicht zu schwer sein, hoffe ich zumindest. Ich kann mich an diese Zone nicht mehr ganz so erinnern. Ich weiß nur noch, dass gleich irgendwelche blöden Gegner kommen, die fast genauso blöd sind wie die Sandkrokodile. Ein Raum, der nur... das sehe ich natürlich gerne. Lebensenergie, die brauche ich zwar nicht, aber... Wow, okay, das ist cool. Hier kann ich mich komplett auffüllen, wenn ich es denn mal brauche. Lebensenergie. Ich dachte also eigentlich erst, hier wäre noch so ein Hund versteckt, weil das ziemlich verdächtig aussah, aber anscheinend nicht. Aber das ist egal. So, ein Schild, was steht denn da drauf?
diesen Weg zum Sandzone-Lagerhaus, da wo anscheinend die Blumensamen drin sind und... ein böser Vogel. Und mein Polarstein ist natürlich nur auf Level 1 und ich hab das Maschinengewehr nicht. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen doof. Weil ich komme nicht gegen die Gegner an. Die haben einfach viel zu viele Lebenspunkte. Und das kann laufen. Das hat Füße. Oh mein Gott. So, erstmal muss ich dich aus dem Weg räumen. So. Am besten den Vogel. Wenn ich den Kopf zuerst zerstöre, dann macht der Vogel sich noch auf den Weg und so fällt der Kopf nur runter. Und den kann ich dann einfach besiegen. Die Erfahrung sollte besser in den Polarstern investiert werden. So, Level 2.